Aber ich habe Angst vor Augentropfen. Da kommen wir aber nicht drum rum. Allerdings müssten wir die erstmal besorgen. Ach, hallo, da seid ihr ja. Julius hat eine Bindehautentzündung. Wollt ihr wissen, ob und wie wir die wieder loswerden? Dann bleibt dran. Ach, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das solltet ihr nicht vergessen. Wir haben nämlich schöne Geschichten für Große und Kleine. Also, bis gleich. Mama, können wir die Karnevalsschminke haben? Jetzt? Aber Karneval ist doch schon lange rum. Aber wir wollen uns schminken. Ich will mich nicht schminken. Das ist nur was für Mädchen. Ich will mich anmalen. Na gut, hier ist der Schminkkasten. Aber passt auf, dass ihr nicht aus Versehen eure Anziehsachen bemalt. Wir passen auf. Na komm, wir gehen ins Badezimmer. Und, wie sehe ich aus? Ulkig. Wie sehe ich aus? Ganz schön bemalt. Schau mal, Mama. Ach, herrje. Meint ihr nicht, ihr habt ein bisschen übertrieben? Nö, wieso? Mama, kann ich morgen so in den Kindergarten gehen? Nein, Julius, Karneval ist vorbei. Wascht euch bitte vor dem Schlafengehen die Gesichter gut ab. Ach, Manu. Wascht euch bitte das Gesicht und putzt die Zähne. Anschließend lese ich euch dann gerne noch etwas vor. Gute Nacht. Mama, mein Auge juckt so. Zeig mal, das ist auch ein bisschen rot. Vielleicht hast du da etwas von der Schminke reinbekommen. Wir waschen es gleich nochmal aus, dann geht das bestimmt weg. Und dann wird geschlafen. Mama, Mama! Was ist denn los? Oh, es ist 3 Uhr in der Nacht. Ich kann mein Auge nicht mehr aufmachen. Das ist total verklebt. Warte einen Moment, ich hole einen nassen Waschlappen, dann weichen wir das auf. Probier mal vorsichtig, ob du es jetzt aufbekommst. Ja, das geht. Oh, na dann war das gestern Abend wohl doch nicht von der Schminke. Das sieht mehr nach einer Bindehautentzündung aus. Ihr seid so laut. Habt Julius was Schlimmes? Nein, das bekommt man leicht wieder in den Griff. Da müssen wir morgen früh zum Kinderarzt gehen. Der gibt uns dann ein Rezept für Augentropfen, damit geht das schnell wieder weg. Aber im Moment können wir nichts machen. Außer weiterschlafen. Guten Morgen. Was war denn heute Nacht los? Ich habe Julius rufen gehört. Guten Morgen. Er hat eine Bindehautentzündung und das Auge nicht mehr aufbekommen. Wir müssen nachher zum Kinderarzt fahren. Könntest du Jule heute zur Schule bringen? Jule zur Schule bringen, das kann ich. Aber das Auto kann ich euch leider nicht überlassen. Ich muss heute noch nach Hochstadt fahren. Da ist doch der Ärztekongress. Ach, so was Blödes, das hatte ich ja total vergessen. Wie kommen wir denn jetzt zum Kinderarzt? Keine Ahnung. Wir hätten uns direkt nach dem Umzug damals eigentlich hier in der Nähe einen suchen sollen. Ist doch total blöd, immer nach Königstadt zu fahren, obwohl wir jetzt in Neustadt wohnen. Der Kinderarzt da ist nun mal sehr gut. Aber du hast recht. Ich suche uns einen anderen hier in der Stadt. Da können wir dann auch hinlaufen. Ich will aber keine Augentropfen. Aber da wird es keine Möglichkeit drumherum geben. Noch haben wir sie auch gar nicht. Jetzt ist es 8.30 Uhr. Ich rufe jetzt mal beim Kinderarzt hier in der Stadt an. Sei mal bitte ganz, ganz leise jetzt. Besetzt. Das gibt es doch nicht. Ich habe jetzt seit 30 Minuten versucht, da durchzukommen. Es ist immer besetzt. Bestimmt sind heute ganz viele krank. Das scheint so zu sein. Ah, Moment. Jetzt bin ich in der Warteschleife. Ach, wie lange dauert das denn? Ach, hallo? Ja, Annette Jäger hier. Mein Sohn hat eine Bindehautentzündung. Wir hätten gerne einen Termin bei Ihnen.
Gerne. Wie ist der Name? Julius Jäger. Den kann ich jetzt hier im Computer nicht finden. Wie lautet denn sein Geburtsdatum? Ach so, den können Sie auch nicht finden. Wir waren noch nie bei Ihnen. Oh, das tut mir leid, aber wir nehmen keine neuen Patienten mehr an. Wie bitte? Wir haben schon eine lange Warteliste. Da müssen Sie es leider bei einem anderen Arzt versuchen. Das gibt es doch nicht. Es gibt hier 4 Kinderärzte in der Stadt und keiner nimmt mehr neue Patienten an. Dann kriege ich doch keine Augentropfen. Doch, doch. Ich rufe jetzt bei unserem Kinderarzt an. Das kann doch nicht wahr sein. Julius, wir haben Glück gehabt. Also doch keine Augentropfen. Doch. Wir können ab 11.20 Uhr da vorbeikommen. Die machen das Rezept schon fertig, wir müssen nicht warten. Der Arzt schaut sich das nur noch mal im Vorbeigehen an, ob es wirklich nötig ist, und dann können wir wieder nach Hause. Aber wie kommen wir denn dahin? Papa hat doch das Auto. Ich habe eine Idee. Es gibt eine neue Bus-Schnellverbindung, da fahren wir nur 20 Minuten. Ich liebe Busfahren. Da kommt er schon. Gehst du vor? Aber pass schön mit den Stufen auf. Darf ich mir den Platz aussuchen? Na klar. Das ging ja wirklich schnell beim Kinderarzt. Was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir wieder nach Hause und gehen dort in die Apotheke. Hier vorne ist gleich die Apotheke. Ich will aber wirklich keine Augentropfen. Julius, die Diskussion hatten wir doch schon. Guten Tag, wir hätten gerne diese Augentropfen. Einen kleinen Moment bitte, ich schaue mal im Computer nach. Oh. Oh nee, das tut mir leid. Der Hersteller hat ein Lieferproblem. Leider sind die Tropfen nicht mehr bestellbar. Oh nein, und jetzt? Fragen Sie doch mal in der Rosenapotheke nach. Die ist direkt die Straße weiter runter. Vielleicht haben die noch etwas Vorrat. Ja, danke, das machen wir. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die sind leider nicht mehr lieferbar im Moment. Da müssen Sie noch mal mit Ihrem Arzt sprechen, damit er Ihnen einen anderen Wirkstoff verschreibt. Schon wieder mit dem Bus fahren? Das schaffen wir heute zeitlich gar nicht mehr. Der Kinderarzt schließt gleich. Dann könnten Sie vielleicht noch einmal in der Parkapotheke nachfragen. Vielleicht haben die noch Restbestände. Das machen wir. Ach, das sind diese Augentropfen. Ja, ja, die sind momentan nicht lieferbar. Lassen Sie mich mal schauen. Nein, da kann ich leider nichts machen. Das darf doch nicht wahr sein. Erst finden wir keinen Kinderarzt, der noch neue Patienten aufnimmt, und jetzt haben wir endlich das Rezept, aber wir bekommen die Augentropfen nicht. Das ist doch zum Verrücktwerden. Mama, sei nicht traurig. Ich wollte doch eh keine Augentropfen haben. In welchen Apotheken waren Sie denn schon? In der Hofapotheke, in der Rosenapotheke und jetzt hier in der Parkapotheke. Da gibt es noch die Schlossapotheke. Da sollten Sie es nochmal versuchen. Bitte, Sie sind unsere letzte Chance. Ach je, oh je, Sie Ärmsten. Einen kleinen Moment bitte, lassen Sie mich mal etwas schauen. Keine Augentropfen, keine Augentropfen. Hier, ich hab's. Das ist derselbe Wirkstoff. Sehr gut. Ich kann Ihnen ein Ersatzmedikament bestellen. Die Inhaltsstoffe sind absolut gleich. Heute Abend ab 18 Uhr können Sie es abholen. Das ist ja wunderbar. Danke, danke, danke. Ich will aber keine Augentropfen. Julius, nicht schon wieder. Wir wollen noch, dass die Bakterien aus dem Auge verschwinden, oder? Ich habe Bakterien im Auge. Ja, die machen die Entzündung. Mama, ich will jetzt sofort die Augentropfen nehmen.
Wann ist endlich 18 Uhr? Ach, hallo, da seid ihr ja noch. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Nein? Dann solltet ihr das genau jetzt machen, denn wir haben die schönen Geschichten für Große und Kleine. Falls euch das Video gefallen hat, dann klickt bitte auf den Daumen-Hoch-Button, denn dann freuen wir uns sehr. Die Frage der Woche lautet diesmal: Wann hattet ihr denn eure letzte Bindehautentzündung? Oder hattet ihr noch nie eine? Oder musstet ihr vielleicht schon mal sonst so Augentropfen nehmen? Mögt ihr Augentropfen? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Falls ihr direkt weiterschauen möchtet, haben wir euch hier ein paar schöne Videos verlinkt. Einfach links oder rechts unten auf die Vorschaubilder klicken. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald. Liebe Grüße!